Hey Leute und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich zeige euch heute, wie ihr von so zu so kommen könnt mit meiner Routine. Also ich zeige euch meine Routine, wie ich meine Akne oder Pickel, wie auch immer, abdecke. Ich möchte mit dem Video auf gar keinen Fall irgendwie das Gefühl oder was weiß ich vermitteln, dass ihr eure Haut abdecken müsst, dass ihr reine Haut haben müsst oder nur mit reiner Haut schön seid oder so. Absolut nicht, aber ich habe das Problem jetzt auch schon selber seit 3 Jahren und ich weiß, wie schwer es manchmal ist, mit den Hautunreinheiten auch gerade in der Öffentlichkeit klarzukommen. Deswegen möchte ich euch einfach meine Tipps mitgeben oder meine Produkte, die ich gerne verwende. Und ja, deswegen zeige ich euch das heute. Und jetzt würde ich sagen, let's go zu meinem Bare Face. Ihr aktuell seht, meine Haut ist sehr schlecht. Ich kann es euch gleich nochmal näher zeigen. Ich habe aktuell starke Pickelausbrüche. Gerade hier so im Kinnbereich, Stirnbereich. Ihr seht es ja selber. Und ich habe das auch schon auf Instagram geteilt und gebe euch da auch immer so ab und zu Updates und so. Und da haben mich viele gefragt, wie ich mich halt schminke, dass meine Haut halt trotzdem einigermaßen rein aussieht. Und das wollte ich euch heute zeigen. Und jetzt zeige ich euch erstmal meine Haut vom Näheren. Ja, ich glaube, man kann ganz gut erkennen, wie gerade aktuell der Stand ist. Ich habe gerade eben schon meine Skincare gemacht. Falls ihr euch dafür auch interessiert oder falls ihr euch generell für so ein Hautupdate interessiert oder was ich aktuell mache, damit es wieder weggeht, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Okay, ich würde sagen, so ist es besser. Ich muss auch sagen, früher war das für mich unglaublich schwer, mich so zu zeigen, auch gerade vor anderen Menschen. Aktuell ist es immer noch ein bisschen schwer für mich, aber ich denke, das ist normal, aber trotzdem bin ich so in der Zeit, wo ich diese Hautprobleme hatte, weil ich habe die jetzt schon seit 3 Jahren, bin ich da auch schon so dran gewachsen. Also ich habe mich halt so akzeptiert. Es ist Also ich habe mich akzeptiert, aber es ist schwer, diese Scheiße zu akzeptieren. Und ich würde sagen, jetzt starten wir auch schon direkt. Ich habe, wie gesagt, schon alles drauf, meine Base, also meine Feuchtigkeitscreme, meine Sonnencreme. Dann starte ich meistens mit meinem Lieblingsconcealer. Das ist der L'Oreal Infallible Modern Concealer. Der deckt alles bei mir ab. Das ist der hier. Der ist in der Nummer 326. Das ist Vanilla. Und der ist eigentlich so wie der Shape Tape von Tarte, nur ein bisschen günstiger. Okay Leute, ich würde sagen, wir starten mit meinem Kinn. Das ist auch aktuell am schlimmsten. Und es ist sowieso die ganze Zeit dieselbe Technik. Also ich mache auch nichts Krasses. Also meistens nehme ich halt so ein bisschen Concealer hier auf meinen Handrücken, mache das dann alles mit meinen Händen. Dann gehe ich da so ein bisschen was drauf und dann tuffe ich das so ein. Und wie ihr seht, der deckt halt wirklich gut ab. Ich muss sagen, dass er aktuell gerade vielleicht ein bisschen zu hell für mich ist. Aber das geht schon, wenn man das halt abpudert später. Außerdem, man kann ihn halt bei DM kaufen, aber ich würde definitiv mal online schauen, weil da haben die eine größere Farbauswahl, weil im DM haben die so eine kleine Farbauswahl. Ich glaube, da hat man nur 5 Farben und hier gut, ne? Ich zeige euch das jetzt mal hier. Das hier sind so Pickelmale. Hier kommt, glaube ich, ein neuer, aber das geht so gut mit dem Concealer. Also man macht einfach so. Man braucht halt auch echt wenig davon, also das ist ganz gut. Und ich finde es halt mega gut. Und so mache ich jetzt dann auch meistens weiter. Hier beim Kinn, ich hätte da so viel Unterlagerung momentan, dass mein Kinn ist sowieso komplett hoch. Deswegen gehe ich da so ein bisschen großflächiger drüber. Aber halt immer noch gut einarbeiten und nicht so viel Produkt. Ich stehe auch einfach darauf, dass man so einen natürlichen Look trotzdem noch hat und das nicht zu gekleistert aussieht. Deswegen zeige ich auch gleich meine restlichen Produkte. So dass man trotzdem frisch aussieht. Weil wenn ich hier gleich fertig bin, sehe ich erstmal meistens sehr blass aus. Weil, ne? Und dann muss man das halt wieder so ein bisschen anpassen. Aber das zeige ich euch gleich. Und so sieht jetzt mein Kinn aus. Also es ist alles abgedeckt. Und jetzt nehme ich mir meistens mein Puder. Also ich mache immer eine Partie, dann nehme ich mein Puder, puder das ab und mache dann die nächste Partie. Und dann benutze ich das Lavera Fine Loose Mineral Powder. Ihr könnt auch jedes andere verwenden, aber das... Keine Ahnung. Ich glaube, da war kein Teig drin und deswegen habe ich mir das immer wieder bestellt. Ja. Keine Ahnung, nehmt halt das Puder, was ihr wollt. Ich glaube, bei Puder gibt es da so große Unterschiede. I don't know, tell me in the comments. Und dann ist auch schon die erste Partie fertig. Und dann kommt ihr auch schon zu der Augenpartie. Ich habe das Glück, ich habe nicht so krasse Augenringe oder so. Deswegen reicht da so ein bisschen Concealer. Dann tupft ihr das so ein. Und ich verblende das meistens sehr gut, weil ich halt hier so Sommersprossen habe so ein bisschen. Und das sieht sehr doof aus, wenn da so zu viel Concealer ist, meiner Meinung nach. Deswegen mache ich das meiste wieder weg. Aber ich mag das halt einfach nicht, wenn man hier so Concealer sieht. Wisst ihr, was ich meine? Deswegen
mache ich das so? Eigentlich mache ich das so, dass man eigentlich fast nichts mehr sieht, aber egal. Gut, ich mache jetzt noch meine Stirn, aber off-camera, weil, wie gesagt, ist sowieso immer dasselbe. Und dann sehen wir uns beim nächsten Step wieder. So Leute, jetzt wo meine Haut alles abgedeckt ist, ne? Man sieht nichts mehr, I guess. Und jetzt kommt auch schon der nächste Step. Und zwar ist ja alles gerade sehr matt und sehr blass. Und ich mag das nicht so. Deswegen habe ich meine perfekten Produkte gefunden, damit das alles wieder so ein bisschen frischer aussieht und ein bisschen lebendiger aussieht. Und das werden wir jetzt machen, weil ich will kein Geist bleiben. Okay Leute, als erstes kommt jetzt mein Lieblingsprodukt dran. Und mein Lieblingsprodukt wird immer Blush bleiben. Oder Rouge, Blush, wie auch immer ihr es nennen wollt. Ich finde, das gibt dem Gesicht so viel mehr Lebendigkeit, so viel mehr Leben. Der sieht jetzt schon ein bisschen zermatscht aus, tut mir leid, aber ich benutze hier den von M. Asam. Ich weiß, er sieht ein bisschen zermatscht und zerdutscht aus. So sieht er aus und ich weiß nicht, ob man es erkennen kann, aber der hat so ganz leichte Schimmerpartikel drin. Und ich habe schon Ewigkeiten nach so einem Blush gesucht. Also das Ding ist halt, meistens sieht man nur so matte Blushes. Sorry, Leute, das Wort, I know. Oder halt so Blushes, die sind so voller Glitzerpartikel. Und ich wollte so einen mit so einem leichten Glow, weil ich bin nicht so der Highlighter-Träger, aber Blushes hat mein Go-To und deswegen, der ist perfekt, der hat so einen leichten Glow. Dann geht ihr damit hier ordentlich rein, ne? Weil es gibt nicht so viel Blush, meiner Meinung nach. Ich mag ja so einen leichten Sonnenbrand-Look, so that's my Go-To. Und dann gehe ich da einmal so drüber. Okay Leute, dann sieht das so aus. Okay, für den einen oder anderen mag das gerade zu viel sein, aber das kann ja jeder für sich selber entscheiden. Und so sieht das dann aus. Und ich mag es einfach. Ich mag das Finish. Ich weiß, ich glaube, es kommt in der Kamera gerade nicht so gut durch. Aber das ist einfach so ein leichter Glow und ich liebe das. Ich weiß nicht, ich finde es so viel schöner, als wenn das so alles matt ist. Weil matt, meine Haut ist generell schon übermatt. Dann wenigstens auf den Wangen so Glow. Und dann kommen wir als nächstes jetzt meine Augenbrauen. Da benutze ich aktuell den NYX Film Fluff in der Farbe Brunette. Als erstes bürste ich die Augenbrauenhaare so nach unten. Das sieht dann richtig bescheuert aus. Oh mein Gott. Und dann fülle ich so den Augenbrauenbogen aus. Nur so leicht, weil sonst ist mir das zu fett und zu dick und so. Und hier gehe ich auch so ein bisschen rein, ein bisschen auffüllen, ein bisschen vorne. Und dann sieht das so aus. Also hier einmal geschminkt und hier einmal ungeschminkt. Ja. By the way, Leute, ich verlinke euch die ganzen Produkte auch in der Infobox. Also falls ihr euch für irgendwas interessiert, schaut da gerne mal vorbei. Auf jeden Fall, so sehen jetzt meine Augenbrauen aus. Ja, echt nichts Specialiges. Jetzt würde ich sagen, kommen wir zu den Lippen. Ich mache die Wimpern immer zuletzt, deswegen nicht wundern. Ich habe eine perfekte Lippen-Kombi gefunden, wonach mich auch immer viele fragen. Das ist einmal hier von M. Asam, der Lip-Designer in Rosewood. So sieht er aus. Ich bin bei Lip-Linern sehr pingelig, weil meine Lippen so trocken sind. Auch jetzt gerade durch meine Akne-Sachen und so. Meine Lippen sind dadurch immer mega, mega trocken. Und dann funktionieren bei mir halt ganz viele Lip-Liner einfach überhaupt nicht, weil meine Lippen dafür so trocken sind. Und deswegen ist der hier echt mega nice. Also der gleitet so richtig. Der ist so richtig butterig. Keine Ahnung. Und der hat halt die perfekte Farbe für meinen anderen Lippenstift, den ich euch gleich zeige. Theoretisch könnt ihr auch nur den hier benutzen. Mit ein bisschen Lippenbalsam, dann ist das auch der perfekte Dupe zu dem Lippenstift hier. Und dann benutze ich meinen Lippenstift, den ich eigentlich fast immer benutze. Das ist der hier von Charlotte Tilbury. Das ist der, okay, der sieht, oh Gott. Das ist der hier in der Farbe Pillow Talk. Like, what? Das matcht so unnormal gut. Wenn ich wirklich richtig unterwegs bin, nehme ich meistens halt den Lipliner mit Lippenbalsam. Einfach weil es bei mir länger hält. Der hier, also der Lippenstift meistens so verrutscht. Deswegen, also falls ihr einen Dupe wollt, holt euch lieber den Lipliner. Und packt dann Lippenbalsam oder so drüber, dann hat es eigentlich dasselbe Finish, aber hält länger. Und jetzt kommen wir zu meinen Wimpern. Obwohl meine Wimpern auch von Natur aus sehr gebogen sind, biege ich die trotzdem noch auf. Einfach, weil, warum nicht? Und dann benutze ich die Base von Asam Beauty, die heißt Boosted Up. So sieht die aus. Und die macht ihr einfach vor der Mascara drauf. Die ist so durchsichtig. Die kommt als erstes drauf. Die benutze ich auch meistens an so Tagen, wo ich ungeschminkt bin, weil die hält trotzdem meine Wimpern so nach oben und sie, also die lässt sie so ein bisschen schöner aussehen. Ich habe so das Gefühl, die pflegt meine Wimpern ganz gut. Und jetzt mal das so ein bisschen antrocknen.
Und jetzt kommt auch meine Mascara. Das ist auch die hier im Asian Beauty. Ich hatte mir das im Set bestellt, deswegen. Also ich bin eine Person, ich mag diese Bürstchen nicht, die so aus Silikon sind. Das funktioniert mit meinen Wimpern nicht oder ich bin zu dumm dafür. Auf jeden Fall mag ich so Bürstchen viel, viel mehr, die so, also die halt auch so richtige Borsten haben. Und dann geht die da so drüber. Jetzt, und no joke, seht ihr den Unterschied? Das verlängert so normal, diese Base ist so krank. Ich check das nicht. Aber gebt euch mal bitte den Unterschied. Seht ihr das? Da, da. Ich finde das echt krass. Und das ist nur eine Schicht von der Mascara. Wenn ich die beiden Sachen in Kombi benutze, dann mache ich meistens sowieso nur eine Schicht. Also das war es auch schon. Und ja, Leute, das ist mein Make-up. So schminke ich mich eigentlich fast immer. Dann würde ich sagen, machen wir jetzt noch die Haare. Also meine Haare machen eh, was sie wollen. As you can see. Also da sind eh so leichte Wellen drin. Und meistens mag ich es halt einfach, dass die vorderen Haarpartien so ein bisschen süßer aussehen zu lassen. Deswegen nehme ich meistens mein Glätteisen. Ihr müsst mir mal in die Kommentare schreiben, ob euch interessieren würde, wie ich meine Beach Waves mache. Weil ich habe so eine neue Taktik oder Technik, wie ich meine Beach Waves mache. Und Leute, das sieht so krank geil aus. Also sorry, kein Lob an mich, aber es sieht so gut aus. Und es ist so easy, deswegen let me know. Und dann benutze ich, by the way, mein Remington Glätteisen. Das ist das Pro Lux. Dann macht ihr das an. Ich mache das meistens auf 170. Das reicht mir für meine Haare. Ne? Das ist ja auch genug Hitze. Okay, es ist jetzt auch schon heiß genug. Und wie gesagt, ich nehme nur die vorderen Haarpartien. Weil ich finde irgendwie, das reicht. Wenn die vorderen Haarpartien gut aussehen, das reicht. Das reicht für mich. Ne? Da muss man nicht viel machen. Dann nehmt ihr euch einfach die Haarsträhne und dann geht ihr so. Dreht es einmal und zieht es dann so runter. Sieht das so aus. What the fuck ist das? Was da passiert? Egal. Dann mache ich es nochmal. Sie dreht es einmal so und zieht es dann so runter. Was ist los mit dem Haar? Das sieht irgendwie scheiße aus. Seht ihr, Leute? Das reicht. Das reicht. Who cares? Who cares for the hair here? Okay. Okay. Wir machen nur eine Strähne hinten. Okay. Habt ihr recht. So, aber das reicht auch, ja. Ja. So, seht ihr den Unterschied? Das sieht doch irgendwie viel cuter aus. Und das hier, das sieht zwar auch cute aus, aber das reicht nicht. Dann mache ich noch die andere Seite. Mich verrückt. Dann schüttelt ihr erstmal so durch. Shaky, shaky. So, Leute, das ist der Look. Das ist so mein Go-To. So schminke ich mich eigentlich in letzter Zeit fast jeden Tag, deswegen. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Schreibt mir in die Kommentare unbedingt, ob ihr sowas sehen wollt wie ein Akne-Update oder Pickel-Update, wie auch immer. Das würde mich sehr interessieren, weil dann drehe ich euch das natürlich ab. Und sonst würde ich sagen, habt noch einen wunderschönen Tag. Folgt mir gerne auf Instagram, weil da bin ich immer sehr aktiv und poste auch regelmäßig. Und abonniert auch unbedingt den Kanal hier, falls ihr nichts mehr verpassen wollt von mir. Und sonst würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bye, bye! Woo!